Der Bundestag muss kleiner werden, da sind wir uns alle einig. Die Ampel will dafür im Prinzip, dass Wahlkreissieger nicht mehr in den Deutschen Bundestag einziehen. Die Ampel setzt auf den Holzhammer wie auf konstruktive Opposition. Der Bundestag muss kleiner werden, da sind wir uns alle einig. Philipp Amthor, du bist Wahlrechtsexperte unserer Fraktion. Jetzt hat die Ampel quasi exklusiv einen Vorschlag gemacht, der zeitgleich auch in der Presse erschien. So geht es natürlich nicht. Aber was ist der Kern? Ja, der Kern ist kein guter für unsere Demokratie und für die Zusammensetzung des Parlaments. Den Bundestag zu verkleinern, das wollen wir alle. Dafür haben auch wir einen klaren Vorschlag gemacht. Aber die Ampel will dafür im Prinzip, dass Wahlkreissieger nicht mehr in den Deutschen Bundestag einziehen. Dann sieht es so aus, am Sonntag geht man ins Rathaus, freut sich mit den Unterstützern, mit den Wahlkämpfern und sagt, ja, ich habe die meisten Stimmen in meinem Wahlkreis. Und am nächsten Montagmorgen ruft dann der Bundeswahlleiter an und sagt, leider war es aber doch nicht genug, sie ziehen doch nicht in den Deutschen Bundestag ein. Das finden wir undemokratisch und wir haben einen besseren Vorschlag gemacht. Besserer Vorschlag ist das Stichwort. Wie sieht denn unser Vorschlag aus? Wir haben gesagt, wir müssen dann logischerweise auch bei uns selbst Einschnitte vornehmen, die Zahl der Wahlkreise reduzieren. Wir haben ja schon 280 verabredet. Das wollen wir dann auf 270 moderat nochmal reduzieren. Zusätzlich gibt es dann eine feste Festschreibung nicht auf 299, sondern auf 320 Listenmandate, also künftig 270 Wahlkreise. 320 Listenmandate, das ergibt 590, ist sogar noch etwas kleiner als der Vorschlag der Ampel. Und wir wollen aber sicherstellen, dass wenigstens jeder Wahlkreissieger in den Deutschen Bundestag einzieht. Dafür gibt es die sogenannten unausgeglichenen Überhangmandate. Das ist jetzt Wahlrechtsspezialität, aber man muss den Leuten schon sagen, es ist nicht so, dass die einen Vorschlag haben und wir nur mit einer Klage drohen, sondern wir haben auch einen eigenen guten Vorschlag. Aber das Problem ist, die wollen uns da halt nicht konstruktiv begleiten, sondern die wollen jetzt mit Macht einen Systemwechsel durchsetzen. Ja, du hast es angeschnitten. Guter Brauch ist ja eigentlich, das Wahlrecht zumindest im Versuch, in der Theorie, im Konsens zu entwickeln. Das tritt die Ampel jetzt mit Füßen, dieses Prinzip. Aber wie geht's weiter? Wann haben wir ein Wahlrecht, beziehungsweise wie geht der Weg weiter? Also die Ampel drückt jetzt natürlich ziemlich aufs Tempo. Offiziell sind die in Gesprächen mit uns. Es gab ja auch Gespräche, die Friedrich Merz auch mit der Fraktionsführung der Ampel eben jetzt auch geführt hat. Zeitgleich sagen die, aber wir haben schon so einen tollen Vorschlag, den bringen wir jetzt ins Parlament ein. Jetzt in dieser Sitzungswoche des Deutschen Bundestages sind wir in die Beratung eingestiegen und schon in der nächsten Sitzungswoche im Februar gibt es dazu die Anhörung. Die werden jetzt ziemlich schnell in den nächsten Wochen versuchen, ihren Vorschlag zu beschließen. Wir haben da erhebliche verfassungsrechtliche Probleme, die wir sehen. Die werden wir ansprechen im parlamentarischen Verfahren und weiter auch auf unseren Vorschlag setzen. Und ich glaube auch, wir sollten nicht mit der Tradition brechen, einen solchen großen Systemwechsel ohne Beteiligung der größten Oppositionsfraktion zu machen. Also die Ampel setzt auf den Holzhammer wie auf konstruktive Opposition. Danke dir, Philipp Amthor. Vielen Dank.